Okay. Hallo zusammen da draußen im Netz. Mein Name ist Ulrike Reinhardt. Wir machen heute den dritten Livestream zu der Veranstaltung Partizipation der Bundeszentrale für politische Bildung. Ich sitze hier zusammen mit dem Peter Kruse im ZKM. Hallo Peter, schön, hallo, dass du da bist. Hallo, grüß euch. Grüß auch alle am Netz. Ja, unser Thema heute wird sein Bürgerbeteiligung an politischen Prozessen und Resonanzmuster im Netz. Ich denke, das ist eine ganz gute Vorbereitung dann, wenn am Montag auch der Kongress dann in Berlin losgeht. Wir werden das jetzt heute so machen, wie die beiden letzten Male auch, dass der Peter eine kurze, aber wirklich eine kurze Einführung gibt. Versprochen. Und dann legt ihr hoffentlich gleich los mit den Fragen. Ich versuche die hier weitestgehend alle rauszuziehen. Wundert euch nicht, wenn ich so hin und wieder mal ein bisschen komisch rede, weil ich höre mich einfach hier doppelt und ist noch zeitversetzt. Das ist ein bisschen irritierend. Aber wir kriegen es hin, ich soll ja auch nicht zu viel reden. Aber gute Fragen, weitergeben. Ja, also wir freuen uns auf eure Fragen. Und jetzt übergebe ich das Wort an den Peter. Und wenn es zu viel wird, haust du dazwischen. Die Fluchttür. Alles klar. Ja, ist ja immer so ein bisschen die Frage, welchen Beitrag kann man leisten. Ich habe ja diese etwas merkwürdige Perspektive so aus dem Bereich Unternehmensberatung. Ich wollte eigentlich mit einer Beobachtung anfangen, die ich in den letzten Jahren so gemacht habe. Was ist der Hinweis, den du gibst? Leiser, langsamer? Langsamer. Langsamer, also wieder mein altes Problem. Ja, ich wollte einfach mit einer kleinen Beobachtung beginnen, die mir wirklich die letzten Jahre immer heftiger aufgefallen ist, und zwar eine stetig wachsende Überforderung der Entscheider, der Entscheidungsträger, und zwar das nicht nur im Bereich der Wirtschaft, sondern eben auch im Bereich der Gesellschaft generell. Und wenn man sich das ein bisschen näher betrachtet, dann sind wir halt in dem, was uns von der Beobachtung ja auch die letzten Jahre schon interessiert hat, eine ständig zunehmende Komplexität, mit der die Leute sich dort auseinandersetzen müssen, und das kann man als eigene Entwicklungsachse sicherlich nicht unterschätzen, ein immer härterer Ressourcenkampf. Also man merkt ja überall, es wird knapper, es wird schwieriger, die Interessen auszugleichen, es gibt dort immer mehr Schwierigkeiten zu harmonisieren. Und wenn man sich diese Situation einfach mal klar macht, dass sozusagen die gesellschaftlichen Dynamiken an dem Punkt sehr, sehr anstrengend geworden sind und der Entscheider eigentlich vor einer Komplexität steht, die er nicht bewältigt, gleichzeitig aber in allem, was er tut, Wirkungen erzeugt, die relativ groß sind und von dem Ausmaß der Wirkung eigentlich auch nicht mehr kalkulierbar, dann merkt man, dass die Entscheider in so etwas hineingeraten wie eine Komplexitätsfalle. Auf der einen Seite diese immer schwieriger zu harmonisierenden Prozesse, dieses an die Grenzen des Wachstums kommen, auf der anderen Seite die hohe Komplexität. Man spürt einfach, dass die Menge der Informationen so groß ist, dass die Musterbildung, die man eigentlich bräuchte, um Verständnis daraus zu machen, nicht mehr stattfindet und dass die Entscheider tatsächlich hilflos sind und ein Stückchen auf Sicht segeln. Und ich habe stark den Eindruck, dass diese Euphorie in der Benutzung von Netzwerken auch aus diesem Defizit herausgeboren ist. Das heißt, die Leute stehen unter Druck und sie suchen nach einer Möglichkeit, sich zu entlasten. Und da haben die Netzwerke eben eine ganz besondere Bedeutung bekommen. Und jetzt müssen wir uns halt eben für einen kleinen Moment auch mal die Frage stellen, ob Netzwerke an diesem Punkt wirklich die Antwort sein können. Und wie immer liegt da die Kunst meines Erachtens in der Unterscheidung. Das heißt, wir müssen uns fragen, wofür können wir die Netze benutzen? Und ich würde gerne an dem Punkt schon mal zwei Ebenen der Diskussion unterscheiden, die mir eigentlich da sehr wichtig wären. Das eine ist eben die Frage nach der instrumentellen Bedeutung der Netzwerke. Wofür kann ich sie gebrauchen im Kontext von Entscheidungsprozessen? Und die andere Ebene wäre die der normativen Bedeutung. Was bedeuten die Netzwerke für den Bereich des demokratischen Diskurses, für die Gesellschaft generell? Und ich glaube, wenn man die beiden Bereiche auseinanderhält, dann passiert es einem nicht so häufig, dass man die Kritik am falschen Punkt ansetzt. Ich glaube, dass auf der normativen Seite eigentlich es sehr schwer ist, hier Kritik an Netzwerken zu machen, weil sie grundsätzlich über Transparenz und andere Dinge extrem positiv und bedeutungsvoll sind. Aber auf der instrumentellen Seite muss man, glaube ich, ein bisschen genauer hingucken. Ich denke mal, wir werden alle darin übereinstimmen, dass wir sagen,
Netzwerke sind auf jeden Fall kreativitätserhöhend. Netzwerke bringen sozusagen Rückkopplungseffekte, bringen Instabilitäten, bringen Auseinandersetzungen, bringen Informationen zusammen. Die Kreativitätserhöhung über das Netzwerk ist schlicht nicht zu leugnen. Also wenn ich instrumentell drauf gucke, kann ich sagen, wo immer wir Netzwerke nutzen, ist die Intelligenz des Systems höher. Wir bekommen einen kreativen Input. Die zweite, für meine Begriffe, nicht strittige Funktion der Netzwerke ist die der Kooperation. Wir haben einfach eine Senkung der Kollaborationskosten. Wo immer wir miteinander kooperieren, ist das Netzwerk sinnvoll und hilfreich. Und der dritte Teil ist für meine Begriffe der der Transparenz. Wir nehmen einfach Teil an Informationsströmen, die man sonst vielleicht nicht so leicht in Anspruch nehmen könnte. Wir bekommen Transparenzen im System. Also wenn es um Kreativität, Kooperation und Transparenz geht, glaube ich, hat man instrumentell keine Probleme mit den Netzwerken. Aber es gibt eine Ebene, die mir in den letzten Monaten eigentlich so ein bisschen Nachdenklichkeit bereitet, und das ist die Ebene der Entscheidung. Die Grundsatzfrage, die ich habe, ist, wie weit können wir sozusagen über Netzwerke Entscheidungsprozesse tatsächlich sinnvoll gestalten? Ich bin, glaube ich, nicht sonderlich skeptisch, wenn es um die Vorbereitung von Entscheidungen geht. Nur ich habe in den letzten Jahren halt eben auch im Bereich von Betrieben sehr hart lernen müssen. Wann immer sich Leute in irgendeiner Art und Weise aus der Verantwortung eine Entscheidung herausziehen können, dann machen sie das. Und ich habe ein bisschen den Bauchschmerz, dass sozusagen die Entscheider, wenn sie denn das Netzwerk zur Seite ziehen, ein Stückchen auch versuchen, die Entscheidung aus ihrer Verantwortung zu nehmen. Und dann würde ich richtig Probleme bekommen. Wir haben es in den letzten Jahren gemerkt, dass wenn Management sich nicht mehr voll identifiziert mit der Entscheidung, wenn das sozusagen nur ein professioneller Weg ist, den man geht, dann ist die Verantwortung mitunter nicht mehr da. Und wenn die Verantwortung persönlich nicht mehr da ist, dann wird es sehr schwer. Ich glaube einfach, dass die Netzwerke im Kontext von Entscheidungsprozessen sehr sorgsam zu betrachten sind. Und wir haben da durchaus ein Problem, wenn das zu einer Diffusion von Verantwortung führt, weil Verantwortung muss am Ende irgendwie persönlich bleiben. Wenn wir das über die Netzwerkfunktion verbreiten, dann geht das nicht. Also das ist das eine Statement, was ich gerne an den Anfang stellen wollte. Lasst uns die Ebenen der Netzwerkverwendung sauber unterscheiden. Und noch ein zweites Statement, auf das Ulrike, glaube ich, noch ein bisschen gerne eingehen möchte. Ich habe so den Eindruck, dass wir auch aufpassen sollten, die Netzwerke nicht zu schnell in zu großer Skalierung zu verwenden. Ich bin im Moment ein sehr großer Fan davon, die Funktion von Netzwerken eher im Lokalen zu überprüfen, weil ich gerne wissen möchte, was macht das Netzwerk mit der politischen Kultur. Und um so etwas Komplexes wie die politische Kultur für mich handhabbar erlebbar zu machen, muss ich erstmal den Rahmen etwas kleiner spannen. Also das ist das zweite Statement. Das erste Statement ist, lasst uns vorsichtig sein mit Entscheidungsprozessen im Netzwerk. Und das zweite Statement ist, lasst uns die Experimente, die wir machen müssen, lieber erstmal in kleineren Kontexten beginnen, als gleich in den großen Rahmen einzusteigen. Das war das Statement, was ich an den Anfang setzen wollte. Ja, vielen Dank, Peter. Eine meiner Einstiegsfrage jetzt geht eigentlich auch auf das ein, was Lisa Rosa gerade hier in so ein bisschen im Chat gemeint hat. Was du die letzten Monate auf lokaler Ebene im politischen Bereich begonnen hast, wäre vielleicht schön, wenn du es nochmal kurz erzählst, ja, was ihr ganz konkret da macht, dass halt eben diese Personen tatsächlich in den Vordergrund treten, für die Entscheidungen gerade stehen und halt nicht dem Netzwerk als solches die Entscheidung überlassen wird. Das ist das eine, und vielleicht kann ich dann auch noch darauf eingehen, was Lisa sagte, dass im Vorfeld von Entscheidungen müssen ja Diskurse stattfinden. Ja, logisch, schon klar. Und die finden ja nicht immer notwendigerweise so frei im Netz statt. Das ist richtig. Vielleicht können wir damit anfangen und dann warten wir hier auf eure Fragen von draußen. Ja. Ja, erstmal ganz kurz zu dem, was gelaufen ist, was wir sozusagen gemacht haben. Wenn man sich das anschaut, wir reden ja im Moment sehr viel über die Piratenpartei und sind sehr begeistert darüber, dass eben 7, 8, 9% möglich sind in dem Kontext. Es gibt eine andere Beobachtung, die eben sehr interessant ist und die uns in das Lokale hineinführt. Wir haben zurzeit im Bereich der lokalen Politik bereits eine Partei, die größer ist als alle anderen Parteien. Das ist nämlich die Partei der Nicht-Partei.
Das heißt, wenn ich auf den lokalen Bereich komme, dann habe ich sachpolitische Entscheidungen und wir haben, glaube ich, im Moment 44% aller Bürgermeister, die bereits nicht mehr parteigebunden sind. Das heißt, das, was man beobachten kann, ist, dass im Lokalen ganz still und heimlich eine Revolution der politischen Kultur stattfindet, dass die Leute sich nicht mehr in diesem Parteien-Raison-Bereich bewegen, sondern dass sie wirklich versuchen, Sachentscheidungen dort jenseits von Parteipolitik zu haben. Und was ich an dem Punkt halt versucht habe, ist, mir selber sozusagen ein Lernfeld auch da zu schaffen. In der Gemeinde, in der ich halt wohne, haben wir eine Bürgerliste gemacht, das ist ein halbes Jahr her, haben es dann recht schnell halt über diese 5%-Hürde geschafft, haben Fraktionsstatus dort und machen jetzt im Moment die Erfahrung, dass da, wo wir plötzlich mit anderen Mitteln Menschen beteiligen, weil wir dafür genau stehen, wir sind nicht in einer Partei, sondern wir haben halt eine Bürgerliste gemacht, heißt aktive Bürger und hat sich zum Ziel genommen, eben dort Bürgerbeteiligungsprozesse in strukturierter Form zu organisieren und wir haben damit begonnen. Und schon nach einem halben Jahr kann ich wirklich sagen, es ist faszinierend zu sehen, wie das dort vor Ort die politische Kultur geändert hat, weil viele Dinge, die sonst sozusagen im Hinterzimmer stattgefunden haben, viele Dinge, die vielleicht in der Sauna diskutiert worden sind, fangen plötzlich an, öffentlich zu werden. Wir hatten gerade eine Haushaltssitzung, gerade letzte Woche, wo dann der Mann von der örtlichen Presse gesagt hat, er hat noch nie so eine Haushaltssitzung erlebt, wo das tatsächlich ernsthaft diskutiert worden ist. Das heißt, man kann, wenn man die Tür dort aufmacht, tatsächlich eine ganze Menge erreichen. Und ich bin mir an dem Punkt eben nicht ganz sicher, ob man das in parteipolitische Strukturen gießen muss oder ob man nicht tatsächlich vor Ort in sachpolitischen Entscheidungsprozessen, die man strukturiert und wo man die Menschen beteiligt, indem man einfach Beteiligungsprozesse organisiert, die auch eine Verdichtungsmöglichkeit von Ergebnissen haben, die also nicht das legitimative Problem haben, wer macht damit, sondern das stramm an den Inhalten orientiert, was sind wirklich intelligente Lösungen. Ich habe dort inzwischen ein paar Workshops mit EDV-Unterstützung gemacht und wir haben die Leute dort vernetzt, auch über Gemeindegrenzen hinweg. Und der Effekt ist einfach gigantisch. Die Leute merken, dass sie jenseits aller Gruppendynamik und jenseits aller persönlichen Profilierungsneurosen plötzlich Lösungen erzeugen und diese Lösungen dann auch im politischen Bereich weiter diskutiert werden. Also ich habe mir dieses Feld ausgesucht, damit ich eben nicht nur den Netzwerkteil im Auge habe, sondern auch das, was hinterher im politischen System real passiert. Und im Moment bin ich da einfach sagenhaft optimistisch, dass man über Sachdiskussionen, die man dort in Netzwerken tut, tatsächlich Dinge anregen kann und so nach und nach die Bereitschaft der Menschen erhöht, sich mit so etwas auseinanderzusetzen. Also wir haben nur positive Rückmeldungen aus diesem kommunalpolitischen Bereich. Wenn du das jetzt nochmal auf deine Statements beziehen würdest, ja. Was heißt es denn für die persönliche Verantwortung? Jetzt ja, in dem Fall hieße das, dass wir mit dem, was wir dort tun, als Personen auch sichtbar sind und verantwortlich sind. Für mich war das teilweise auch ein direktes finanzielles Thema, weil man muss diese Dinge dann ja auch in irgendeiner Art und Weise budgetieren. Und das bedeutet einfach, dass man das persönliche Risiko übernimmt und sagt, okay, das ist nichts, was vielleicht in öffentlichen Geldern vorgesehen ist. Also machen wir das erstmal sozusagen aus Eigeninteresse. Und wir stehen dafür auch. Das heißt, die Presse kommt auf uns zumarschiert und sagt, naja, Sie haben gesagt, Sie machen jetzt 200 qualitative Interviews, um rauszufinden, was die Leute in diesen Teilgemeinden unter Lebensqualität verstehen. Wann läuft das? Wie läuft das? Ich stehe plötzlich unter einem extrem persönlichen Bringedruck. Und das muss man dann einfach schlicht wollen. Das heißt, ich merke, dass ich an dem Punkt immer noch als Person, als Bezugsanker genommen werde und dass die Qualität und Ernsthaftigkeit dessen, was dort läuft, über meine Bereitschaft, mich persönlich angreifbar zu machen, funktioniert. Und das scheint mir eben ein Faktor zu sein, der in Netzen nicht immer gegeben ist. Das heißt, dieses persönlich dazustehen und zu sagen, okay, ich nehme da was in die Hand, ich nehme Zeit in die Hand, Geld in die Hand, ich mache mich verantwortlich dafür, ist meines Erachtens im politischen Raum ein ganz wesentlicher Faktor, um Wirkung zu erzeugen. Und wenn ich das richtig sehe, dann haben, glaube ich, hat der ein oder andere Exponent der Piratenpartei das auch schon als sehr stressvoll erlebt, dort plötzlich im Zentrum zu stehen und persönlich zur Verantwortung gezogen zu werden. Eigentlich ist dieses persönlich verantwortlich sein ja ein sehr positiver Effekt. Eigentlich sollte man das auch nicht vermeiden, auch wenn das vielleicht unangenehm ist, aber am Ende sind es Menschen, die Entscheidungen treffen und die sollten auch ihre Persönlichkeit dafür in die Waagschale schmeißen und dafür verantwortlich sein. Ich meine, der Druck steigt, ganz klar. Ja, das ist so. Jetzt ein paar Fragen hier aus dem Chat. Erfährt man Selbstwirksamkeit ohne vorgelagerte Bedingung oder wird man dadurch motiviert?
Das habe ich nicht verstanden. Vielleicht kann der Herr Frau C. Heck das dann einfach nochmal konkretisieren. Oder wiederhole einfach nochmal. Ich frage nochmal. Ja. Ja. In welcher Gemeinde lebst du? Das ist eine kleine Gemeinde im Süden von Bremen, die ganz kleine Gemeinde. Wir sind nämlich in zwei Gemeinderäten, einmal in der Teilgemeinde, das ist die Gemeinde Eidelstedt, und in der Samtgemeinde, das ist die Zusammenballung. Im Moment ist das voll von faszinierenden Themen. Ich war absolut beeindruckt, was alles da so passiert. Das geht um Umgehungsstraßen, das geht um 380 kW-Leitungen, das geht um Fracking, das geht darum, wie man sozusagen mit der Kinderbetreuung dort fort umgeht. Ein Riesenspektrum an Themen. Und unter anderem eben auch, ob es eine strukturelle Änderung gibt, ob sozusagen die Teilgemeinden zu einer Einheitsgemeinde verschmolzen werden. Und man merkt dann einfach, dass das alles nicht ganz einfache Entscheidungsprozesse sind. Und meine Überzeugung ist einfach, im regionalen und kommunalen Bereich gilt die Aussage, dass wenn ich Bürger beteilige, beteilige ich Experten. Weil dort vor Ort die Menschen wissen, worüber sie entscheiden. Die haben wahnsinnig viel Ahnung darüber. Wenn es da um Baufenster geht, also die Frage, wer baut hier einen Stall oder nicht, dann merkt man, dass die Politiker eigentlich nicht die wirklichen Erfahrungsträger sind, sondern hier sind es wirklich die Bürger. Wenn ich mir jetzt vorstelle, es geht um komplexe Themen, die weit darüber hinausreichen, was man sozusagen im Alltag in Berührung hat, dann wird das, glaube ich, schwierig. Also insofern ist diese Unterstellung, lasst uns mal im Kommunalen beginnen, aus mehrfachen Gründen sinnvoll. Ich kann immer sicher sein, dass das verteilte Wissen in den Netzwerken im Kommunalen sehr, sehr hoch ist. Das heißt, wenn wir uns dort beteiligen, beteiligen wir tatsächlich Expertise. Und zwar Expertise, von der ich glaube, dass sie eben höher ist als die der politischen Entscheidungsträger. Und ich merke eben auch sehr deutlich, dass die das nach einer kurzen Zeit des Fremdelns unglaublich positiv konnotieren. Also die empfinden das richtig als Bereicherung und sind, glaube ich, gar nicht so fürchterlich glücklich gewesen mit diesen Machtspielchen, in denen sie da teilweise rumlaufen. Also nicht, dass ich jetzt naiv werde. Ich weiß, dass da Interessen aufeinander prallen und dass das auch durchaus hart ist. Aber ich habe da vor Ort die Erfahrung gemacht, es ist eigentlich fast eher die Macht der Verwaltung, die das richtige Problem darstellt, weil die Verwaltungsleute über die Regularien sehr mächtig geworden sind und die Parteien sich gegenseitig blockiert haben durch ihre Flügelkämpfe. Und das hat manchmal die Sachpolitik etwas nach hinten gebracht. Und ich glaube, da hat man eine Monsterchance, etwas Positives zu bewegen. Ja. Jetzt kommt hier noch eine Frage. Was ist mit Kontrolle? Ja, ist die besser im Netzwerk oder über Hierarchie? Über? Hierarchie. Hierarchie, also. Ja, das ist eine Frage, wenn es sozusagen Kontrolle im Operativen ist, dann wird man es wahrscheinlich immer über Hierarchie versuchen. Weil Hierarchie ist die einzige Organisationsform, die sozusagen in das detaillierte Handeln hineinragt. Das Netzwerk vermeidet das und muss es auch vermeiden, weil alle Netzwerke, die im Detail kontrollieren, sind keine dynamischen Netzwerke mehr. Das heißt, im Netzwerk muss man eigentlich auf den nächsthöheren Ebenen kontrollieren. Eigentlich ist das Netzwerk, wenn man so will, viel stärker gebunden an eine ethische Abstimmung. Das heißt, im Netzwerk kann ich operative Freiheit geben, wenn wir gemeinschaftlich einen Werteraum definiert haben. Das heißt, wir werden merken, und das merken wir auch in der Wirtschaft, überall da, wo die Firmen mehr in diese Form der Eigendynamik übergehen, also mehr Netzwerkfunktion zulassen, steigt die Bedeutung von Unternehmenskultur. Und zwar nicht im Sinne dieser schicken Aktion, jetzt lass uns mal ein paar Leitbilder machen oder ein paar Corporate Values, sondern eben im strategischen Sinne, ohne eine gemeinschaftliche Abstimmung der Werteebene, ist Freiheit in den Netzen auf Dauer eben für eine Organisation ein bedrohliches Phänomen, weil dann können Dinge entstehen, die man im Eigentlichen nicht will. Wir werden also merken, wenn wir die Netzwerkfunktionen stärken, werden wir auf der anderen Seite gezwungen sein, einen immer intensiveren Diskurs über die Werteebene zu führen. Sonst stabilisieren sich diese Netzwerke nicht mehr. Gut, jetzt kam eine Frage von dem Basti Hirsch. Ja. Sind Oberwald, Platzek und die anderen Aufsichtsratmitglieder des neuen Berliner Flughafens persönlich dafür verantwortlich, dass von ihnen beaufsichtigte Bauprojekt nicht fristgemäß fertig wird? Ja, also ich meine jetzt, ich weiß nicht, ob sozusagen die Welt dort in Berlin schon reif genug ist, die zur Verantwortung zu ziehen. Aber ich würde die, und das kann ich als Wähler, heftig zur Verantwortung ziehen. Wir haben eine ähnliche Situation, jetzt kann ich natürlich wieder sagen, hey, wie piefig, bei uns geht das um ein Feuerwehrgerät raus und eben nicht um den Flughafen in Berlin. Aber da werden Menschen schon, wenn sie sichtbar sind, auch verantwortlich.
Das heißt, in dem Moment, wo ich die Zusammenhänge offenlege, in dem Moment, wo ich zeige, wer sitzt in welchem Gremium, wer hat welche Entscheidungen zu verantworten und zu tragen, da wird dann plötzlich die Verantwortlichkeit auch Personal. Und das ist uns zumindest in der eigenen Gemeinde schon heftig gelungen, dass man eben Dinge offengelegt hat, die vorher nicht offengelegt waren. Da kam uns unter anderem eben auch der Übergang zu dem neuen Haushaltssystem DOPIC sehr zugunste, weil da eine neue Form der Berechnung da ist und man deshalb ein bisschen mehr transparent machen kann. Aber wir haben es eben auch gemacht. Das heißt, in dem Moment, wo man weiß, Ross und Reiter, wer wo welche Entscheidungskontexte hat, in dem Moment wird das Ganze auch verantwortlicher. Und dann ist es wie immer die Aufgabe der Wähler, das zu gutieren und da wach genug zu sein, um die Dinge auszutauschen. Ja. Der Alexander Rausch fragt, wäre es denn nicht zukünftig, wenn wir die Web-2-Kultur als Paradigma sehen, egal ob on oder offline? Es geht doch im Prinzip um neue Modelle des Zusammenlebens, Zusammenarbeitens, was auch immer. Ja, also dreimal unterschrieben. Ich halte diese Trennung sowieso für sehr artifiziell. Das heißt, wenn man sozusagen der Hoffnung ist, dass man, wenn man die Dinge ins Netz transferiert, vor weniger Komplexität steht, dann ist das ziemlich absurd. Wenn man sich die Massenbewegungen anguckt, die wir da erzeugen, kann man ja sagen, die Reichhaltigkeit dieser Netze entspricht ja total inzwischen der Reichhaltigkeit der Gesellschaft. Das heißt, alle Phänomene, die wir da haben, haben wir auch dort. Es macht für mich keinen großen Sinn, diese Dinge in irgendeiner Art und Weise künstlich zu trennen im Kopf. Wir haben die gleichen Probleme zu leisten, ob wir jetzt in der Realgesellschaft sind, müssen wir diesen Wertediskurs führen, ob wir im Internet sind, müssen wir das führen. Wir haben die gleichen Komplexitätslagen, keinen Unterschied. Aber das habe ich schon vor langer Zeit immer im Gefühl so für mich einfach abgehakt, dass ich diesen Unterschied für nicht sehr sinnvoll erachte. Es kommt noch eine Frage, die uns, glaube ich, auch schon seit Jahren begleitet. Wie motiviert man die Leute, sich in Netzwerken zu engagieren, zu äußern? Also ich bin ein extremer Fan von Wirkung. In dem Moment, wo ich merke, dass ich über meine Aktivitäten im Netzwerk reale Zusammenhänge beeinflusse, in dem Moment sind die Menschen dabei. Das heißt, ich muss immer nachweisen, dass wenn ich eine Beteiligungsaktion fahre, dass diese Beteiligungsaktion kein Feigenblatt ist, dass es hier nicht darum geht, dass Leute sich mal auskotzen können oder dass sie irgendetwas in diesem Sinne machen. Also jede Beteiligung, die nicht in Verdichtungsschritten mündet, die dann in irgendeiner Art und Weise nachweisbare oder nachvollziehbare Wirkungen haben, macht es sehr, sehr schwer, im zweiten und dritten Anlauf sich noch zu beteiligen. Ich habe meine für mich super frustrierende Erfahrung gemacht. Das war in Bremen, da haben wir einen riesen Workshop gemacht, wir haben vorher Interviews gemacht, das lief dann alles in der Rathaushalle und war alles auch, wenn man so will, gut wahrgenommen, nur weit weg von den politischen Entscheidungsträgern. Und dann ist das Ganze verpufft und irgendwann habe ich dann gemerkt, so, jetzt bist du verantwortlich dafür, dass sich die Dinge umsetzen. Die Entscheidungsträger haben sich locker zurückgelehnt und haben gesagt, naja, Kruse, du hast den Ball aufgefangen, jetzt sehen wir zu, was du damit machst. Und ich habe dann im Nachhinein festgestellt, dass ich enttäuscht war und die Menschen enttäuscht waren darüber, dass wir das nicht geschafft haben, das an die Entscheidungsträger anzubinden. Und ich war dann etwas irritiert darüber, dass dann im Nachhinein ähnliche Veranstaltungen gemacht worden sind, die die gleichen Ergebnisse erbracht haben, wie das, was wir vorher gemacht haben, nur dann eben in Anbindung an die Politik und dann gab es eben doch ein bisschen mehr Wirkung. Deshalb habe ich gesagt, wenn ich das nochmal mache, einen solchen Beteiligungsweg zu gehen, dann muss ich auch sicher sein, dass das, was dort verdichtet wird, auf der Entscheiderebene zu Gehör kommt und auch Wirkungen erzeugt. Weil ich finde es sehr, sehr schade, wenn Menschen ihre Zeit, ihre Energie in was stecken und dann hinterher enttäuscht sind, denn das heißt, dass sie vorher getäuscht waren über die Wirkungsmöglichkeiten. Und da finde ich, sind wir mit allen Beteiligungsprozessen in der Pflicht. Wenn wir es nicht schaffen, das in die regulären Entscheidungsmechanismen einfließen zu lassen, und zwar nicht im Sinne des basisdemokratischen, wir nehmen euch die Entscheidung ab, sondern im Sinne der Wahrnehmung auf der anderen Seite und des offenen Reagierens darauf, den Teil müssen wir schon sicherstellen, sonst wird das Ganze sehr frustrierend für die Menschen. Genau da zielt eigentlich auch die nächste Frage hin, wenn wir über politische Kultur sprechen. Ja. Bürgerbeteiligung an institutionalisierten Politikprozessen hat einen Einfluss auf die Legitimität von politischen Systemen. Ja. Welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang die Beteiligung in Netzwerken? Das ist meines Erachtens einfach eine Riesenchance. Das heißt, in dem Fall werden wir immer den Vorwurf bekommen, dass das nicht legitimiert ist. Dass die Leute sagen, naja, okay, die sind nicht gewählt und irgendetwas. Aber wenn man sich das mal ganz genau anguckt,
das, was mit Bürgerbeteiligung häufig gemacht wird, das sind die Leute, die dort beteiligt sind, die sitzen meinetwegen dann in einem Bürgerausschuss oder ähnlichen Dingen, sind auch nicht im klassischen Sinne gewählt. Das heißt, wir müssen uns dort von der legitimativen Struktur eines Mehrheitsrechts verabschieden und einfach sagen, okay, wenn wir nicht die sozusagen zwingend Einfluss nehmen auf die getroffene Entscheidung, also daraus keine Basisdemokratie machen wollen. Wenn wir daraus Basisdemokratie machen wollen, stehen wir in der Verpflichtung, dies legitimiert zu tun. Das heißt, da muss ich nachweisen, dass das repräsentativ ist, da muss ich nachweisen, dass das Mehrheitsmeinung im klassischen demokratischen Sinne ist. Und das wird über die Netze nicht funktionieren, weil dann müsste ich ins Detail reinregulieren, geht nicht. Aber ich bin maximal davon überzeugt, wenn wir eine Art inhaltliche Repräsentativität haben, wenn wir sagen, das, was dort rauskommt, ist ein ernstzunehmender Beitrag zum Lösungs- und Denkprozess, dann sind wir legitimiert über das, was dort läuft. Weil das ist die Legitimation, die man im Prinzip auch als Vertreter, wenn man Volksvertreter ist, in Anführungsstrichen, da hat man ja auch nur die Legitimation seiner Inhalte. Natürlich hat man Leute hinter sich, aber wenn wir ehrlich sind, bei den Wahlbeteiligungen ist das auch nicht mehr die ganz pralle Nummer. Also müssen wir uns am Ende dann doch über die Inhalte rechtfertigen. Und das, finde ich, ist über die Netze immer möglich. Die Netze als Beitrag zur Entscheidungsfindung. Und das habe ich ja gesagt. Es ist kreativ, es ist kooperativ, das heißt, wir können wirklich Dinge ausarbeiten. Wenn man sich das in Island anguckt, wo man bis zur Verfassung geht, dann ist das schon, boah, da zieht man den Hut vor. Da haben Leute wirklich intelligente Prozesse gemacht mit intelligenten Ergebnissen. Ich bin zwar manchmal skeptisch, wenn Leute zu mächtig werden, dann hat auch die Intelligenz manchmal kein Recht mehr. Aber auf der anderen Seite habe ich noch nie erlebt, dass man, wenn man auf Dauer mit einer intelligenten Lösung sichtbar ist, dass das nicht systemverändernd ist. Eine Frage, die jetzt auch wieder hochkam, die ist auch eigentlich schon lange da. Wie kann ich denn das Lokale mit dem Globalen verbinden? Ich meine, da haben wir auch schon ewig drüber gesprochen. Du hast in deiner Einführung gesagt, du versuchst jetzt auf der lokalen Ebene, im kleinen Bereich, Sachen auszutesten, erlebbar zu machen. Wie kriege ich dann den Dreh hin? Also ich glaube einmal, wenn wir die Kultur, die politische Kultur regional verändern, man muss sich mal überlegen, wo entsteht denn die Kultur, wo hat sie denn ihre Wurzeln? Sie hat ihre Wurzeln immer früher im Ortsverein gehabt, in diesen Vereinsstrukturen, mit denen sich Parteien organisiert haben und darüber sind Leute gewachsen. Wenn ich im Regionalen, im Lokalen politische Kultur ändere, wächst das automatisch durch. Jetzt kann man sagen, dauert mir zu lange. Okay, sage ich auch, das ist der übliche Teil. Wenn ich zum Beispiel in der Firma was verändern will, kann ich natürlich von unten kommen, aber ich sollte auch von oben kommen. Und ich glaube, beides ist richtig in dem Kontext. Also wenn ich mir anschaue, was politisches Agenda-Setting im politischen Raum verändern kann, dann ist das enorm. Aber, und da habe ich richtig ein dickes Aber, inzwischen bei AWATS und bei Kampakt und solchen Dingen, wenn wir das sozusagen skandalierend missbrauchen und zum 180. Mal, ich merke das richtig, wenn ich diese E-Mails bekomme, wenn da sozusagen immer darauf hingewiesen wird, so du hast noch 3 Tage Zeit, um den Regenwald zu retten, du hast noch 2 Tage Zeit, um das Klima zu retten. Da frage ich mich manchmal so, und was ist morgen und was willst du noch von mir und dann das noch und das noch und das noch. Ich merke, dass sich das abnutzt. Ich glaube, dass wir ein bisschen vorsichtig sein sollten bei dieser Euphorie an der Masse. Wenn das darauf hinausläuft, dass ich im Prinzip immer der Meinung bin, wenn es Millionen sind, ist es richtig. Wenn ich in irgendeiner Art und Weise dieses Aufrauschen genieße, ist es richtig. Ich habe damals als erstes darauf hinweisen wollen, Leute, pass auf, dieses Netz hat die Chance zu diesem Aufrauschen. Aber wenn das Aufrauschen der Zweck ist, dann sage ich, und wenn das im Prinzip immer wieder auf diese Art stimuliert werden muss, dann nutzt sich dieses auch ganz schön ab. Und da bin ich auch der Meinung, bin ich manchmal nicht ganz glücklich, Entschuldigung, keine Medienschelte jetzt, aber dass die Medien dann da auch immer drauf springen. Also zum Beispiel ist die Aussage, die Piratenpartei hat 8%, offenkundig wesentlich erotischer, als zu sagen, 44% aller Bürgermeister sind bereits nicht mehr parteigebunden. Weil in dem Fall habe ich nichts, was ich stilisieren kann, wo ich sozusagen so ein Bedrohungsszenario aufbauen kann. Da gehen mir manchmal die Medien dann auch zu sehr in die falsche Flanke dieser Netzwerke. Funktionen, wo ich dann einfach sage, Leute, noch so einen Hype brauche ich jetzt nicht. Ich habe das einmal gesehen, ich fand es faszinierend, es war mir klar, dass es passiert, es war sehr früh klar, dass es passiert, aber das ist kein Selbstzweck, das ist kein Wert an sich. Und wenn dann irgendwann solche Plattformen sozusagen sich nur noch darüber legitimieren können, dass sie wieder irgendeine aufrauschende Wirkung erzeugt haben, dann wäre ich damit auch nicht sehr glücklich. Was könnte dann der nächste Schritt für AWATS.org? Und ja, jetzt sind wir beim interessanten Teil, weil da habe ich keine Antwort, sondern ich habe eher Fragezeichen.
und zwar richtige Fragezeichen. Ich finde diese Überwachungsfunktion, die da ist, finde ich enorm richtig. Das wird wahrscheinlich dann irgendwann mit Amnesty International oder mit anderen Organisationen sich kurzschließen müssen. Das sozusagen an die reine Aufschaukelungsfunktion eine ernstzunehmende Überwachungs- und Governance-Funktion angeschlossen wird. Das heißt, die sind in der Notwendigkeit, sich eigentlich, Entschuldigung, wenn ich das nehmen fällt so sage, eine Geschäftsmodellerweiterung zu überlegen. Also ihre Möglichkeitsräume zu erweitern. Ich glaube, das wird sowieso die große Frage im Internet. Wenn diese reine Begeisterung an der Masse vorbei ist, das gilt ebenso für Google und Facebook, dann muss man sich neue Dinge überlegen. Und ich glaube, dass Awaz da eine gute Chance hätte, in diesen Governance-Bereich reinzuragen. Und dort dann aber bitte in Kooperation, weil das ist nicht deren genuines Feld. Und wenn ich mir das angucke, selbst im Lokalen, man ist schon ein Stückchen in der Hochachtung, wenn man sich anschaut, wie viel Kenntnis da teilweise zugehört, um gescheite Entscheidungsprozesse dort zu managen. Also ich bin nicht mehr naiv nach einem halben Jahr. Und vielleicht war ich da mal naiv, aber ich finde das schon beeindruckend zu sehen, welchen Aufwand man betreibt, um in irgendeiner Art und Weise Entscheidungsprozesse zu finden, die nicht durch Partialinteressen dominiert sind. Auf lokaler Ebene. Auf lokaler Ebene. Und wenn du das hochskalierst, kriegst du noch mehr Beeindruckung oder noch mehr Angst, je nachdem. Weil du dir irgendwie klar machen kannst, Mensch, wenn das da schon so schwierig ist, Partialinteressen rauszuhalten von dem typischen Bauern, der da vielleicht gerade seine Biogasanlage mit einem guten Weg bedienen will, dann kann man sich überlegen, unter welchen Druckverhältnissen das auf den nächsthöheren Ebenen stattfindet. Und da kann man nicht nur naiv sein. Also einfach nur dann zu sagen, ja, wir lösen das alles über Transparenz und Netzwerk, das hat auch schon teilweise eine echt anstrengende Komponente. Ne? Eine Frage hier noch, widerspricht die Themensetzung durch Bürgerinnen und Bürger nicht der Unabhängigkeit des Mandats? Eine Themensetzung geht ja nicht. Also wenn man sich das überlegt, das ist übrigens ganz interessant, dass die Themensetzung funktioniert nicht mal mehr parteiintern. Wenn man auf die lokale Ebene geht, merkt man, dass dieser klassische Begriff der Parteiraison keine Bedeutung mehr hat. Witzigerweise die Partei, von der ich das im Moment am meisten erlebe, ist noch die SPD. Die haben noch am meisten Durchgriff sozusagen. In CDU sieht das gar nicht mehr so aus. Die machen teilweise sehr unterschiedliche Dinge. Also das Setzen im Sinne von Vorsetzen geht nur noch ganz schwer. Und wenn der Bürger sozusagen an dem Punkt als ernstzunehmender Diskurspartner da ist und auch als solcher wahrgenommen wird, und das ist ein Lerneffekt. Ich habe wirklich wörtlich gehört, dass die Leute gesagt haben, naja, Bürgerbeteiligung, real, Aussage von einem unserer Kommunalpolitiker, ist doch eine Schönwetterveranstaltung. Da habe ich gesagt, so Leute, jetzt zeige ich euch mal, was Schönwetterveranstaltungen sind und habe eben alles dafür getan, dass die Menschen eben in finanziell relevanten Entscheidungsprozessen als Ratgeber zur Seite standen und dann haben die Leute plötzlich gemerkt, da kommen ja sehr sinnvolle Sachen. Die bringen tatsächlich Projektideen, auf die wir nicht gekommen sind. Und das hat schon eine ziemliche Veränderung erzeugt. Also man merkt, dass so eine Art gegenseitiger Würdigung steigt. Die Bürger fangen an, nicht mehr nur zu provozieren, was häufig so ein bisschen der Fall war, und die Politiker fangen nicht an, genervt beiseite zu schauen. Das liegt aber immer daran, dass es nicht Einzelstatements sind von Bürgern, sondern, und nochmal die Bitte, strukturierte Beteiligungsprozesse. Das heißt, der Beteiligungsprozess muss über qualitative Verdichtungsschritte laufen. Es muss etwas rauskommen, was den Status einer Strategie hat oder den Status eines Vorschlages. Wenn es nicht dahin kommt, haben wir Schwierigkeiten, weil dann sitzen auf der anderen Seite Politiker oder im Zweifelsfall die Verwaltung, die sagt, naja, guckt euch mal an, was rausgekommen ist, viel heiße Luft und viele Emotionen und das wird nicht gewollt. Würdest du dich jetzt auf politischer Ebene, als auf lokaler Ebene als Politiker bezeichnen? Das ist jetzt eine müßige Geschichte. Ich würde sagen, ich mache da Politik. Ich bin nicht Politiker, weil das ist für mich keine professionelle Feststellung, sondern das ist die Begeisterung an der Gestaltung des Lebensraumes, der mir wichtig ist. Und dafür muss man nicht Politiker im professionellen Sinne sein. Ich kann dann eigentlich gegenfragen, gibt es denn da draußen irgendjemand, der kein Politiker ist, wenn man diese enge Definition nicht nimmt? Ich würde mal sagen, mein Gott, das ist doch vielleicht der große Teil, dass wir begreifen müssen, dass wir alle eben Politiker sind in diesem Sinne. Wir haben uns das nicht professionell gemacht und wir schauen staunend darauf, dass sie nach 4 Jahren rentenfähig sind, bezugsfähig oder sowas, dass das also schon eine besondere Klasse ist. Aber im Prinzip ist doch diese Art, und das ist ja das Faszinierende an der Politik, die Verantwortlichkeit der Menschen, die in diesem Lande leben. Und das ist nicht nur ein dummer Spruch, sondern einfach Realität. Das schreibt jetzt Lisa Rosa so ein bisschen rein und fragt, ob es nicht zu optimistisch ist zu glauben, es würden immer die Experten im lokalen Bereich zu Wort kommen.
Nein. Manchmal ist es doch auch der bürgerliche Mob, der seine Privilegien verteidigt, wie zum Beispiel in Hamburg sagt. Ja, aber da sind wir wieder beim Punkt der Frage nach den strukturierten Beteiligungsprozessen. In dem Moment, wo ich das über Netzwerke mache, wir haben ja auch wieder diese etwas absurden Geschichten, wo dann irgendwie so eine blöde Brücke benannt wird, wo man dann sagen kann, ja hey, toll, jetzt zeigen Sie denen mal wieder, dass das Netzwerk dumme Aussagen am Ende zustande bringt, einfach nur aufgeschaukelte Geschichten. Es geht um strukturierte Beteiligungsprozesse. Das heißt, es geht um das Raushalten von Gruppendynamik und das Austauschen von Inhalten. Das kann ich übers Netz machen. Aber ich kann es nicht einfach sozusagen freigeben. Es muss immer diesen Verdichtungsteil haben. Das heißt, ich brauche immer Menschen, die motivational so weit kooperieren, dass sie qualitative Ergebnisse erzeugen. Und das ist niemals Mob. Wenn man dann sagt, ja, jetzt setzen Leute ihre Beeinflussung durch, jetzt machen wir sozusagen Lobbyarbeit übers Netz, dann sage ich, ja, das wird passieren. Und da glaube ich auch, werden die Piraten ernsthafte Probleme bekommen, weil das Netzwerk ist immer eine Einladung, auch auszuprobieren, ob man massenfähig ist, auszuprobieren, ob man mehr Einfluss haben kann als Person. Und warum um alles in der Welt sollte man das, was man in der Werbung tut, nicht auch in diesen Netzen probieren, nämlich Resonanzpunkte gezielt zu nutzen. Da kommen wir nicht drum herum. Was ich nicht mehr glaube, ist, dass der Resonanzpunkt auf Dauer trivial bleibt. Dass das also diese pure Demagogienummer ist oder eben dieses Blamen oder so etwas. Das kriegt man dauernd in den Netzen mit. Früher haben die Leute Mordsangst gehabt vor Shitstorms und so weiter. In der Industrie und Wirtschaft war das immer so ein Ding. Oh, dass uns das nicht passiert. Heute wissen die ganz genau, Shitstorm kommt, Shitstorm geht. Wen interessiert's? Ist nicht nachhaltig, ist nicht qualitativ, geht her und hin und weg und fertig. Das heißt, diese unsinnigen Resonanzen, die den Anfang der Netzwerkgeschichte ein Stückchen mitbestimmt haben, die sind nicht interessant und die mändeln sich aus dem System genauso schnell wieder raus, wie sie reingekommen sind. Also ich bin an dem Punkt, was dieses Mob-Thema angeht, eher entspannt. Wenn man sich die Reaktion anguckt, die da in Bremerhaven war, das geht immer, einer macht einen Fehler und zack, reagiert das System dagegen, organisiert sich neu. Ich glaube einfach, dass, sagen wir mal, das Netz eine in sich durchaus positive Komponente von Qualität tragen kann. Und diese aufrauschenden Effekte, die ins Blödsinnige wegrutschen, die haben auch nur genauso Durchhaltekraft für das. Ich glaube nicht, dass Leute auf Dauer damit zufrieden sind, so rumzukaspern. Eine Frage, wie bekommt man Blockierer, ganz egal wo sie sitzen, zum Umdenken? Das ist, also ich kümmere mich nicht mehr um Blockierer, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also ich gehe einfach, manchmal kann man auch einen Vorwurf draus machen, autistisch meinen Weg. Dass ich sage, wenn ich in irgendeinem Zusammenhang etwas wichtig finde, dann verfolge ich das. Und wenn das Netzwerk oder die anderen sagen, ist nicht wichtig, dann ist es auch okay. Ich muss ja für mich erstmal entscheiden, ist mir das wichtig. Und wenn da irgendjemand blockiert, dann, ich hatte diesen Spruch damals auch bei der Enquete-Kommission gesagt, und bist du nicht willig, so brauche ich Geduld. Das ist die einzige Antwort, die ich darauf habe. Das heißt, kurzfristiges, unsinniges Blockieren läuft bei mir unter dem Motto, wird nicht lange nachhalten, wenn es unsinnig war. Und wenn es dauerhaft vorhanden ist, wenn also dauerhaft blockiert wird, vielleicht war ich dann zu dumm, das zu sehen, was dahinter steckt, und er hat recht mit seiner Blockade. Also wenn eine Sache sich auf Dauer manifestiert, muss ich auch verdammt nochmal einsehen können, dass ich vielleicht falsch war und nicht der anderen. Kommt nochmal eine Frage im Anschluss auf eine Antwort, die du vorhin gegeben hast, die man diese Wirkung einfach erzeugt, dass man sicherstellt, es passiert auch in der Folge was von den Ergebnissen in den Netzwerken. Was kann man dafür tun, um diese Wirkung sicherzustellen? Also lokal habe ich die Antwort, ne? Stellt euch auf, geht hin und, also wirklich, ich habe mit drei Leuten entschieden wir mal eine Bürgerliste. Ich habe gedacht, okay, das wird abgebügelt vom Wähler ohne Ende, die kennen dich nicht, ich bin bei mir vor Ort ja fast nie zu Hause, und ich habe dann gemerkt, dass die Bereitschaft der Leute, so etwas mitzugehen, gewaltig ist. Wir haben wirklich etablierteste Parteienlandschaften geändert, innerhalb von einem halben Jahr auf den Kopf gestellt. Und das ist positiv in der Wahrnehmung der Leute. Sie merken, es ist anders, es geht was anderes. Also an dem Punkt würde ich sagen, überlegt euch gut, wie viele Ressourcen wollt ihr da reingeben, weil es ist ein anstrengendes Ding. Man steht in dieser Verantwortlichkeit und plötzlich merkt man, dass der private Kalender an Punkten voll ist, wo man vielleicht nicht damit gerechnet hat, weil das sind Sitzungen. Und es ist eine kuriose Nummer, um ehrlich zu sein. Also diese geregelte Mühle, die dann entsteht, zuerst löst die bei einem Aversion aus. Ne? Als ich das erstmal gesessen habe und dann merken musste in den Sitzungen,
so, jetzt kriegst du 5 Minuten Rederecht, aber so richtig interessiert sich kein Mensch für den Austausch. Dann begreift man im nächsten Schritt, okay, die Realaustauschprozesse laufen schon ein bisschen vorher. Aber gleichzeitig will ich ja in der Sitzung mit bürgerlich Öffentlichkeit das sichtbar machen. Also man balanciert dann ständig zwischen diesen verschiedenen Gremien und merkt, wie anstrengend das ist, erstmal das Prozedere zu verstehen und genau zu wissen, wo muss ich provozieren, um es aufzubrechen. Also es hat mich viel Zeit gekostet und das ist die Frage, wie viel bin ich bereit dazu geben, kann ich da mit anderen Leuten mich vereinbaren, nur wenn die Netze sich immer ins Netz zurückziehen, also nicht in dem Sinne Teil dieser Entscheidungsprozesse werden, dann wird es schwierig und ich würde mich nicht zur Partei organisieren. Da bin ich nämlich sehr skeptisch. Also wie kann ein Netzwerk sozusagen die Grundlage einer Parteipolitik sein? Das sind zwei einander zumindest als Organisationsprinzip völlig widersprechende Dinge. Das ist ja auch so ein bisschen der Vorwurf, den wir gerade... Das ist kein Vorwurf, sondern es ist, ich gucke neugierig drauf. Ich frage mich einfach, Moment mal, kann das gut gehen? Kann das gut gehen in einer Landschaft, die dann irgendwie doch immer programmatisch sein muss, die irgendwie doch sowas wie Parteiräson kennt? Darf ich sozusagen eine Netzwerkpartei sein oder ist das wieder ein in sich bestehender Widerspruch? Muss ich nicht an dem Punkt schneller sein in der Organisation und wie lange halte ich das dann durch, wenn ich diese Wege gehe? Kriege ich also von allen Leuten immer das Interesse für die Themen, die ich jetzt vielleicht parteipolitisch besetzen muss? Schaffe ich das? Ich bin da sehr neugierig. Ich weiß, das ist ein Riesenexperiment. Experimente verdienen alle Würdigung der Welt. Das ist einfach, die probieren einen neuen Weg. Sie sind leider Gottes sehr schnell in die Größe geschubst. Das ist immer eine anstrengende Sache, das erlebe ich in der Wirtschaft bis zum Gehtnichtmehr. Wenn Wachstum zu schnell läuft, ist es auch wieder ein echtes Dilemma. Sehr problematisch. Und die Grünen hatten da mehr Zeit, sozusagen dazwischen zu lernen. Das haben wir hier nicht. Die Zeit ist aber auch schneller, die Instrumente sind besser. Mag gelingen. Also insofern kein Vorwurf, falsche Aussage, sondern es ist eine liebevoll neugierige Beobachtung. Ich bin einen anderen Weg gegangen. Ich habe gesagt, nein, nicht Partei, wir machen es im Bürgerbereich, aber es ist auch wirklich regional oder lokal. Das ist nicht darüber hinaus. Ja. Das ist ein anderer Schnack. Ein Punkt noch. Wir haben auf unserem Weg hier einen Zuschauer verloren. Ja. Der sagte, das wäre zu abstrakt gewesen. Oh ja. Okay. Jetzt mal eine Frage noch. Ja. Gestern war Landtagswahl in NRW. Ja. Wenn man deine zwei Thesen, die du vorhin zum Eingang gesagt hast, wenn man die jetzt mal runterbricht auf das, was gestern in NRW passiert ist, um ein bisschen konkreter zu werden. Ja, ich weiß nicht, ob man dann schon konkreter wird, aber das mit dem Thema konkret ist ja immer so ein bisschen schwierig, weil das, was für den einen konkret ist, für den anderen abstrakt, das ist eine sehr erfahrungsabhängige Sache. Aber vielleicht kann man gerade auch, bei der NRW-Wahl hat ja das Thema Personen und eine große Rolle gespielt. Ja. Das ist, ich meine, man soll nicht immer Glaskugel lesen, aber ich kann zumindest sagen, dass mit der Aufwertung der Netzwerke wird es auch wieder eine Aufwertung persönlicher Verantwortung geben. Und zwar geben müssen. Und wenn wir uns das Ergebnis der FDP da angucken, sowohl in Schleswig-Holstein als jetzt auch hier, Lindner auf der einen Seite, Kubicki auf der anderen, dann merkt man, gegen die Parteisituation haben die Leute dort jemanden, der sich persönlich ins Feld schmeißt, gewählt. Und das ist tatsächlich etwas, was passieren wird. Also wir bekommen eine kuriose Entwicklung. Auf der einen Seite diese scheinbare Depersonalisierung, die die Netze anbieten, und auf der anderen Seite das Bedürfnis nach Menschen, die Verantwortung übernehmen. Beides ist da und im politischen Raum meines Erachtens auch nicht falsch. Weil das eine geht nicht ohne das andere. Wobei ich mir wünschen würde natürlich, und die Frau Kraft sagt das ja zumindest, dass man sozusagen sich zum Teil der Netzwerke macht, um dann die Verantwortung zu übernehmen. Also nicht sozusagen aus eigenen Logiken heraus die alte Form von ich mache das schon für euch, lehnt euch mal zurück, ich bin Papa und ihr seid die Kinder und dann ist das in Ordnung. Das wird nicht mehr das Prinzip sein. Aber am Ende, glaube ich, müssen sich die politischen Entscheidungsträger darüber im Klaren sein, dass sie persönlich in die Verhaftung kommen. Okay. Eine Frage, können NGOs als Interessensvertreter helfen, bei Bürgerbeteiligung als Vertrauenspersonen politisch zu vermitteln? Welche Rolle sollten NGOs in der zukünftigen Politik spielen? Das ist eine richtige Frage. Also ich nehme mal an, dass so die klassische Organisation von NGOs sich einfach fragen muss, ist das jetzt eine Netzwerkfunktion, dann brauche ich sie nicht. Oder ist es eine Funktion, die eine strukturelle Absicherung braucht? Also wenn ich mir vorstelle, AWATS auf der einen Seite, dann habe ich Amnesty auf der anderen Seite. Also und dann habe ich zwei verschiedene Dinge. Okay. Also ich glaube, dass das eine Frage der Definition dessen ist, was ich da tue. Wenn ich sozusagen diese
diese freie Funktion des Diskurses habe, dann ist es eine Netzwerkfunktion. Sobald ich anfange, strukturell zu arbeiten, ist das in der Netzwerkfunktion bedingt möglich. Und dann brauche ich halt einen Erfahrungsaufbau und das kann ich natürlich in Netzwerken unterstützen. Da sind wir bei dem instrumentellen Charakter, aber nicht ersetzen. Okay. Was sind denn Kriterien, die ein struktureller Beteiligungsprozess gewährleisten muss? Ja, da sind wir ja heftig am Arbeiten. Also das Erste, was wir zumindest immer an den Anfang stellen, ist verstehen, was die Wertelandschaft dort vor Ort ist. Also was ist zum Beispiel, wir machen im Moment eben da Interviews, um rauszufinden, was definieren die Leute eigentlich als Lebensqualität? Kann man sagen, sag mal, spinnst du in einer so hohen Aggregationsstufe? Der Kollege würde sagen, wieder viel zu abstrakt. Aber da kann ich nur sagen, nichts ist konkreter als der Diskurs über die Werte, die wir wichtig finden. Das ist nicht abstrakt. Man merkt das immer dann, wenn man hinten dicht zieht und dann merkt, pass mal auf, das geht nicht unter unserem Wertespektrum. Also das Erste, was ich mache, ist, ich versuche sozusagen die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Wertelandschaft sichtbar zu machen. Nicht zu verstehen, weil dann bin ich zu schnell selber dabei, das alles wichtig zu finden, sondern wirklich einfach nur sichtbar zu machen. Da sind wir dabei, das ist ein relativer Aufwand, muss man eben viele Menschen einmal abholen und dann das Bild sichtbar machen und das dann wieder in den Diskurs rückspeisen. Ansonsten bei den Beteiligungsprozessen, die wir dort schon gemacht haben, sorgen wir einfach nur dafür, dass es keine gruppendynamische Komponente gibt, dass die Zusammensetzung nicht sozusagen vereinseitigt ist und dass die Leute dort, wenn man so will, einfach im Prime Brainstorming etwas erarbeiten und wir dann mit irgendeinem Kooperationspartner so eine Art Verdichtungsschritt machen. Im Moment ist unser strukturierter, in Anführungsstrichen, Beteiligungsprozess aus drei Elementen. Das ist auf der einen Seite diese Werteinterviews, auf der anderen Seite sind es Netzwerk-Workshops und das dritte ist, wir wollen eine Plattform aufbauen, das wollen wir zusammen mit den Leuten von Endemo oder von Oxford machen, die dann sozusagen den Internetteil mit dazu schicken. Und ich mache es einfach nur deshalb, weil ich dort vor Ort sehen will, ob so etwas tatsächlich von den Leuten akzeptiert wird. Im Moment ist das ein Lernweg aus diesem Gefühl, wir werden ernst genommen über die Interviews, wir können richtig unsere Bilder mal abgeben, dann in diese gemeinschaftlichen Workshops reinzugehen und zu sehen, wir kommen zu Ergebnissen, um dann zu virtualisieren. Also nicht gleich virtualisiert, weil man muss ehrlich sein, das ist bei uns eine ländliche Bevölkerung. Wenn ich damit mit einer riesen Plattform um die Ecke komme, gucken die mich auch nur irritiert an. Ja, also ich muss wirklich einen gemeinschaftlichen Weg gehen und ich würde mir eben wünschen, dass dieser gemeinschaftliche Weg des Ausprobierens, was davon können wir gebrauchen, tatsächlich auch an vielen Städten beginnt. Weil je mehr Leute diese Dinge in die Realität, in die Praxis oder der Kollege würde sagen, in die Konkretheit überführen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das im größeren Kontext auch tragfähig ist. Wie verbindlich müssen Lösungsvorschläge von Bürgern durch Politiker behandelt werden? Ja, verbindlich meines Erachtens nur im Sinne des Erklärens von Zustimmung oder Ablehnung. Das heißt, ich erwarte von dem Politiker, dass er dann transparent und öffentlich Rede und Antwort stellt, warum eine Entscheidung in die eine oder andere Richtung gefallen ist. Das würde ich auch in der Wirtschaft. Es ist nicht nötig, dass sozusagen jeder Impuls, der vom Bürger kommt, in Realpolitik umgesetzt wird. Aber es ist extrem notwendig zu erklären, warum das eine oder das andere passiert. Das heißt, an dem Punkt erwarte ich nicht basisdemokratisches Durchentscheiden. Das macht keinen Sinn. Aber ich erwarte, dass sozusagen genügend Würdigung, gegenseitige Würdigung da ist, um die Dinge dann auch begründet abzulehnen oder begründet zuzustimmen. Und das kann man immer wieder herstellen. Das bedeutet eben dann entsprechende Veranstaltungen machen, das Risiko öffentlicher Schelte einzugehen. Und da sind wir wieder bei der persönlichen Verantwortungsseite. Jetzt kommt hier noch eine Frage. Moderation als Grundlage für abschließende qualitative Bewertungsprozesse. Ja. Was sind sinnvolle Schnittstellen? Was heißt das, sinnvolle Schnittstellen? Wie interpretierst du? Ja, vielleicht Schnittstellen zwischen dem Moderator und dem, was an. Also ich habe bisher immer bei moderativen Tätigkeiten, weil ich kann jetzt nur aus dieser Erfahrung berichten, ja. Habe ich immer festgestellt, dass wenn ich an irgendeinem Punkt mein Kategoriensystem einbringe, wenn ich also bei dem, was da geordnet wird, nicht stramm an dem bleibe, was die Gruppe dort erarbeitet hat, dann fliegt mir das immer um die Ohren. Also wenn Bewertung reinbringe. Ja, wenn ich in irgendeiner Art und Weise sozusagen belehrend addiere oder so etwas tue, dann, ich habe das einmal erlebt mit einer mehr konzeptorientierten Beratungsfirma, da haben wir einen Tag lang da Brainstorming gemacht und am Ende haben die sozusagen mit dem vorgegebenen Kategorienraster verdichtet. Da kann ich nur sagen, ja, das geht schief. Also du musst im Prinzip
ehrlich das Muster versuchen rauszufinden, was die Leute produziert haben. Wenn das gemacht wird, habe ich noch nicht erlebt, dass die Anbindung scheitert. Die Leute haben ein extrem sauberes Empfinden dafür, ob sie das repräsentiert, ja oder nein. Wenn sie das repräsentiert, dann stehen die hinter einem. Wenn die das nicht repräsentiert, sind die sowieso weg. Dann bist du mit deinem Ergebnis wieder alleine. Dann mag das vielleicht der Entscheiderebene gefallen, aber den Leuten darunter nicht. Und damit ist die Umsetzung hinterher auch wieder irrelevant. Also ist eine Frage von, Entschuldigung, so einer Moderationsethik fast. Dass man sagt, okay, in der Moderation bin nicht ich der Intelligente, sondern das System. Die Lisa Rosa hat auf deine Antwort jetzt hinzugefügt, hältst du das System von Parteien als Arbeitsgrundlage der Politik für überholt? Das ist eine gute Frage. Wenn ich jetzt sagen würde, im Lokalen, da würde ich inzwischen sagen, ja. Ehrlich. Also ich gucke mir das an und frage mich, sag mal, was machen die da? Weil das teilweise ist das so absurd, ehrlich, bei uns, die sitzen in der Teilgemeinde und müssen dort für die Gemeinde entscheiden, gehen dann in die Samtgemeinde und müssen für die Partei entscheiden. Die werden permanent auseinandergerissen in einer Person. Die werden psychotisch, die Leute. Also man merkt, dass die Sachentscheidungen nicht mehr parteipolitisch zu handeln sind. Gilt nur fürs Lokale. Wenn ich jetzt weiter hochgehe, also sozusagen die Systeme vergrößere, dann bin ich ja immer mehr auf der Ebene, wo ich sozusagen ein kalkuliertes Wertesystem einbringen muss. Wenn ich auf der Ebene auch nur sachbezogen unterwegs bin, fehlt Orientierung. Und da würde ich sagen, da bin ich noch nicht weg von dieser Form von gemeinschaftlicher Aushandlung vom Basiswertesystem. Das, was der CDU passiert ist, dass sie in ihrer Entwicklung sozusagen ihr Werteprofil ein bisschen in Frage gestellt hat und nicht mehr so ganz klar sichtbar ist mit dem, was sie tut, wird auf Dauer auf der Ebene problematisch. Also das, was ich mir fürs Lokale wünsche, ist, glaube ich, auf der nationalen Ebene immer noch nicht machbar und auch nicht positiv. Das heißt, da werden Parteien meines Erachtens eine stabilisierende Wertefunktion beibehalten. Okay. Noch eine Frage, die, glaube ich, viele bewegt. Müssen Bürger in E-Partizipationsprozessen auch mit Klarname ihre Meinung kundtun oder soll dies mit Pseudonymen geschehen? Transparenz versus freie Meinungsäußerung ohne mögliche Repression. Also, ganz ehrlich, ohne mögliche Repression ist wahrscheinlich naiv, ne? Also, dass da in irgendeinem Fall, ich würde dann wirklich sagen, nein, kein Klarname. Warum? Ich meine, ich würde immer sagen, ich würde es wahrscheinlich tun, weil ich dann an dem Punkt der Risikonehmer bin, aber man muss einfach sagen, das Netzwerk hat Beteiligungsprozesse ermöglicht, weil es sozusagen die Schwelle zur Beteiligung erniedrigt hat. Dieser Sprung in die Öffentlichkeit ist leichter, wenn ich durch die Masse geschützt bin, wenn ich sozusagen geschützt bin, auch durch Anonymität. Und ich finde, da soll es auch ein Recht auf Anonymität geben. Das ist nicht eine Frage von Vermummungsverbot, also in solche Größenordnung muss man das nicht bringen, sondern ich finde, dass sozusagen Netzwerkbeiträge, wenn sie denn zu Verdichtungen führen, in sich etwas sehr, sehr Positives sind, unabhängig davon, wer der Absender ist. Und ich habe auch nichts dagegen, wenn es mal in die falsche Richtung geht. Weil das habe ich zumindest gelernt, diese Netze sind schon ziemlich korrektiv. Die schaukeln sich, wie gesagt, manchmal am falschen Punkt auf, aber das ist nicht nachhaltig. Das ist dann irgendwann auch wieder weg. Aber ist es anonym damit Widerspruch zu dem, dass ich Verantwortung übernehme? Ja, Moment, jetzt kommst du ja wieder in den institutionalisierten Teil. Sobald ich in den institutionalisierten Teil gehe, würde ich sagen, Anonymität tödlich. Weil da geht es um die Verantwortung, ich bin Teil am Entscheidungsprozess. Also jeder, der Teil von Entscheidungsprozessen ist, der gibt Anonymität auf. Jeder, der entscheidungsvorbereitend ist, der kann anonym bleiben. Weil da geht es um die Sachlogik, da geht es um Argumente, da geht es nicht um Verantwortung von Entscheidung. Wenn ich jemals eine Entscheidung treffe und nicht als Person verantwortlich gemacht werden kann, weil ich anonym bin, ich glaube, ich würde mich schämen. Das will ich nicht machen. Also wo immer ich eine Entscheidung treffe, muss ich auch persönlich dafür stehen und damit muss ich persönlich sichtbar sein. Also insofern, Entschuldigung, würde ich da so eine Grenze ziehen. In dem Moment, wo aus der Entscheidungsvorbereitung die Entscheidung wird, ist die Anonymität vorbei. Okay. Hier kommt noch eine These, da will ich sicherlich immer deine Meinung dazu hören. Ja. Viele Entscheider nutzen Bürgerbeteiligung nicht, weil sie diese sinnvoll nutzen wollen, sondern weil sie gezwungen werden. Strategisch wird die Beteiligung ausgehebelt, am Ende bleibt der frustrierte Bürger zurück. Ja, klar. Ist Bürgerbeteiligung nur ein Experiment mit geringer Haltbarkeit? Nö,
Da bin ich eben ganz, ganz selbstbewusst, da sage ich, nee, das wird nie wieder zurückzudrehen sein, weil sozusagen mit der Bürgerbeteiligung, mit dem, was da stattfindet, fängt Interesse an zu wachsen. Wenn Interesse anfängt zu wachsen, müsste ich die Leute aktiv hindern und das wird sich auf Dauer in einem demokratischen Prozess, wo ich mich zur Wahl stelle, niemand erlauben können. Das heißt, wenn das zwischendrin passiert, halte ich das für peinliche Ausrutscher eines noch bestehenden Systems, aber das wird sich nicht mehr ausbremsen lassen. Also wenn ich mir die Dinge angucke, die wir sozusagen in den Interviewdaten bekommen, dann ist diese Form der Beteiligung bei den Leuten so wertemäßig verankert, bereits heute, dass man das nicht auf triviale Art runterdrücken kann oder ausbremsen, auch nicht mit Frustration. Die werden immer wieder Wege finden, sich dort zu Wort zu melden. Wie hoch schätzen du den Prozentsatz der Bürger ein, die sich auf Bundesebene an solchen Netzwerken beteiligen? Jetzt, das kann ich nicht sagen. Tut mir leid, weil ich habe keine Schätzungsfragen da, aber ich habe keine Demoskopie im Hintergrund. Aus der Vertrauensstudie von den Gartenkirchen? Ja, wir haben da umgekehrt, wir hatten einen hohen Prozentsatz von Frustration. Das war damals bei der Vertrauensstudie war 70% oder so, ne? dass die Leute eben frustriert waren. Aber sie waren ja frustriert am bestehenden System. Das, was wir im Moment erleben, ist ja sozusagen eine ernstzunehmende Systemänderung. Hier werden Dinge ernstzunehmend ausprobiert. Im Moment eine Schätzung abzugeben, ist nahezu unmöglich. Das System muss sich ja erstmal ein Stückchen stabilisieren. Es wird wahnsinnig experimentiert. Das wäre einfach fürchterlich unsolide, da eine Schätzung abzugeben. Ich glaube, dass das ein wachsender Bereich ist. Das zumindest kann ich sagen. Also ich habe nicht den Eindruck, dass die Leute sozusagen frustriert zurückgehen. Sondern ich habe den Eindruck, dass sie sehr, sehr systematisch auf der Suche sind nach Wirkungszusammenhängen. Und das wird sich auch nicht ausbremsen lassen. Also insofern hoffe ich mal, dass das zu einer allgemeinen Aufwertung führt und eben dort die Menge derer, die sich beteiligen, steigt. Jetzt fragt noch ein Herr oder eine Frau Quark, das Projekt Dialog über Deutschland. Kennst ja. du das? Nee, erzähl. Okay. Er fragt dann weiter, was wurde dort gut gemacht, wo wurden Fehler gemacht? Ja, dafür kennt man einen. Das kann ich nicht sagen. Nee. Dann würde ich. Es ist ja kurz vor knapp, die Stunde ist fast um. Ja? Oh Gott, das ist das ja. Das ging ganz schnell. Euer Trieb war auch den Link, Dialog über Deutschland. Ah, danke schön. Dafür liebe ich die Netze. Das geht immer ruckzuck. Super. Jetzt vielleicht als. Ja, das ist es. Klasse. Danke für den Hinweis. Ja. Schlusswort. Ja. Nochmal so Quintessenz. Wo siehst du im Moment die größten Gefahren, wenn man Partizipationsprozesse anbietet im politischen Bereich, wo kann man so richtig mit auf die Schnauze fallen? Aus Politikersicht. Aus Politikersicht? Puh, da glaube ich, wenn man die Ebenen nicht unterscheidet. Also das halte ich für, also wenn ich jemals das Gefühl hatte, sauber unterscheiden zu müssen, dann hier. Also Entscheidungsprozesse und Entscheidungsvorbereitungsprozesse sauber auseinanderzuhalten. Niemandem das Gefühl zu geben, an einer Entscheidung beteiligt zu sein, wenn er an der Entscheidungsvorbereitung beteiligt ist. Das geht so ruckzuck. Ne? Ich erzeuge Erwartungshaltung und mit der Erwartungshaltung erzeuge ich Enttäuschung. Das heißt, an dem Punkt kann ich wirklich Leute sauer fahren und ich verstehe das auch, dass die dann frustriert sind. Aber das liegt meistens an der Unklarheit des Angebotes. Irgendwie haben Politiker dann so eine Ahnung, da ist was interessant, das wertet mich als Person auf und dann gehen sie sozusagen da in die Offensive, ohne sich im Ende klarzumachen, was für ein Angebot sie da gerade in den Raum gestellt haben. Also insofern hier vielleicht mehr als irgendwo. Immer klar machen, an was ist man beteiligt. Worüber reden wir jetzt hier? Ist das ein Austauschprozess? Sind wir in diesem Bereich des Normativen? Sind wir einfach dabei, Deliberation zu haben? Wir diskutieren, wir agieren aus. Sind wir im Bereich der Entscheidungsvorbereitung? Sind wir im Bereich des Instruments? Und wenn wir im instrumentellen Bereich sind, ist das hier jetzt ein Kreativprozess? Ist das ein Transparenzprozess? Was ist das hier? Oder ist das ein kooperatives Aushandeln? Wo sind wir gerade in unserem Prozess? Und wie gesagt, der schärfste Teil der Trennung, wenn es von der Vorbereitung zur Entscheidung kommt. Wenn da jemals ein Missverständnis ist, dann kriegen wir echt Stress. Okay, vielleicht noch eine allerletzte Frage. Wir haben das Ganze ja jetzt auch in Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale für politische Bildung gemacht. Ja. Die Zielgruppe auch des Kongresses nächste Woche sind Lehrer. Okay. Eigentlich eine ganz spannende Zielgruppe für das, was wir heute hier diskutiert haben. Klar. Was könnten Lehrer dazu beitragen? Was könnten sie wirklich tun, ne? Um die Kids
daran zu führen. Für dieses Netzwerkverständnis, über das wir jetzt die letzte Stunde gesprochen haben. Ja, ich meine, hat es jemals Möglichkeiten gegeben, so unmittelbar Kindern den Eindruck von Sinnhaftigkeit der Beteiligung zu geben, wie über die Netze? Ich meine, früher habe ich, um ganz ehrlich zu sein, auch bei Studenten, ich habe mir immer Projekte ausgedacht, wo ich irgendeine Form der Realitätsanbindung hatte. Wir sind dann irgendwann mal hingegangen, haben mit Radio Bremen zusammen irgendwie ein Projekt über autogenes Training gemacht, weil man es irgendwann satt ist, in dieser artifiziellen Lehr- und Lernsituation zu verbleiben, sondern man muss immer die Anbindung an das finden, was dann eigentlich reale Gesellschaft ist. Und diese Anbindungsprozesse sind doch heute so gut möglich wie noch nie zuvor. Also insofern, dieses Bedürfnis der Schule, sich zur Gesellschaft zu öffnen, sollte ja nicht darauf hinauslaufen, dass dann Firmen aus der Umgebung Praktikanten nehmen oder darauf, dass sie da irgendwas sponsern, was in der Schule ist, sondern das ist doch die Beteiligung über die Netze, die das auf jeden Fall sicherstellt. Und ich glaube, da sind die Schulen auch schon heftig aufgewacht, gut unterwegs. Ich weiß, ich hatte vor einiger Zeit da mal auf so einem Psychologenkongress, da war es noch so ein bisschen so ein Überraschen und Erschrecken an den Netzwerkmöglichkeiten. Aber ich habe dann in der Bearbeitung dessen, was da auf dem Kongress gelaufen ist, festgestellt, hey, die fangen an, sehr konkret zu werden. Die sind alles andere als verschlafen an dem Punkt. Es mag hier und da verschlafen sein, aber in der Summe gilt es da, glaube ich, eben keine triviale Lehrerschelte zu veranstalten, sondern eben zu sagen, okay, ihr seid wichtig, ihr wisst es und ihr habt Chancen und es ist ein wesentlicher Beitrag zu eurem Schulunterricht. Und das ist so gut wie möglich wie noch nie zuvor, genau. Also bitte macht. Ja. Macht und führt die Kinder dahin und die Jugendlichen dahin, wo sie spüren, dass sie Wirkung haben können. Wir haben noch nie die Möglichkeit gehabt, so unmittelbar einzugreifen, wie wir das jetzt haben. Das sollte man denen als Erfahrungsraum geben. Okay, dann vielen Dank, Peter, für deine Zeit, für deine Antworten. Vielen Dank raus ans Netz an all die Fragen. Ich muss noch selten so viele eigene Fragen stellen. Tausend Dank. Ich denke, das war eine ganz gute Vorbereitung für nächste Woche, wenn dann am Montag der Kongress losgeht. Ich denke auch morgen oder vielleicht schon heute Abend für die Aufzeichnung des Ganzen zur Verfügung stehen. Und dann kann man sich entweder nochmal angucken, für die, die es jetzt gesehen haben, oder dann im Netzwerk einfach weiterreichen. Also vielen Dank und dann bis nächste Woche in Berlin. Tschüss. Ciao, alles Gute.